was man sagt. Und willkommen zurück zu einem weiteren Tutorial für die Unreal Engine 5. Wir hatten ja das letzte Mal unsere Szene geöffnet, noch nicht viel großartig anderes getan. Und heute zeige ich euch, wie man einfach verschiedene Assets in der Szene platziert. Also noch nichts großartig Kompliziertes. Ich zeige einfach, wo findet ihr was und wie kriege ich das halt vernünftig in die Engine gezogen. Ja, und wollen wir das mal machen. So. Sind wir jetzt wieder in unsere Szene. Noch ist halt relativ wenig drin. Ich hatte euch letztes Mal, glaube ich, gar nicht erzählt, wie man sich in der Szene bewegt. Das machen wir jetzt noch mal kurz. Einfach rechte Maustaste drücken und mit WASD könnt ihr euch einfach wie in einem Videospiel fortbewegen und halt die Kamera auch steuern. Fürs Steuern müsst ihr halt die Maustaste festhalten. So was Ähnliches könnt ihr auch mit der linken Maustaste machen. Dann habt ihr halt wirklich nur die Richtung und vor und zurück. Also ihr könnt nicht nach oben oder nach unten, sondern wirklich vor, zurück und halt links und rechts. Aber auch hier funktioniert WASD. Mit Q geht's runter, mit E geht's hoch, sodass die Basissteuerung man sich halt zurechtfindet. Ist halt für sich eine echt bequeme Steuerung, finde ich jetzt persönlich. So, aber wie Sie sehen, ist hier noch nichts, das wollen wir ändern. Die Sachen sind standardmäßig drin. Und wir wollen jetzt was hinzufügen. Eine Sache, die will ich noch erwähnen, momentan ist ja noch Early Access. Bis jetzt gibt es keine Geometry Brushes, die wir halt auch aus der anderen Engine 4 kennen. Die fand ich mal ganz gut, gerade fürs Blockout. Ja, die sind nicht da, die gibt es nicht, also können wir die nicht behandeln. Vielleicht kommen die noch dazu, vielleicht sind sie auch komplett raus. Ich fände es ein bisschen schade, ich habe mit denen gerne gearbeitet, weil man gerade halt Wände und so weiter mit Fenstern und Türen ganz gut machen konnte. Die haben wir jetzt halt leider nicht, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten für ein Blockout. So, als erstes, wo kriegen wir jetzt unser Zeug her? Egal was es jetzt sei, sei es Licht, Assets oder sonst was, wo kriegen wir das her? Wir haben einfach die simplen Assets bei Create. Das ist alles das, was Unreal Engine uns so gibt, dafür, dass wir die Engine haben. Wir haben halt Licht. Das direkte Licht, also Directional Light, ist halt einfach ein Licht in eine Richtung. Das können wir mal mit den Pfeiltasten bewegen. Diesen Pivot für die Bewegung haben wir mit W. Mit E haben wir eine Rotation. Und mit R haben wir eine Skalierung. Bei einem Licht bringt Skalierung jetzt relativ wenig, aber dafür haben wir die Details. Die sind angepasst auf jedes Objekt, was hier drin ist. Viele Sachen haben einfach eine andere Sache jetzt bei unserem Licht. Könnten wir sagen, okay, es ist ein bisschen zu stark. 10 Lux ist ein bisschen viel, wir machen mal 3. Und sagen, weiß finden wir jetzt auch nicht so geil, ich hätte das gerne gelb. Oder pink. Oder blau. Ihr seht, es ist halt sehr dynamisch. 1A funktioniert. Ich glaube, wir lassen uns doch mal so einen gelblichen Schein. Funktioniert 1A. Und auf Entfernen ist es weg. Können wir mitmachen. Wir haben hier verschiedene Shapes. Die können wir jetzt halt fürs Blockout nutzen. Wir haben den Cube, den kennen wir ja schon. Wir haben auch jede Menge andere Shapes. Wir haben also Cone. Bisschen schade finde ich, dass da der Pivot Point mittig ist. Ich hätte ihn ja gerne irgendwo am unteren Ende, aber es ist halt so arbeitig. Ich setze meine Pivots meistens immer unten hin, dass ich einfach den Boden habe als Nullpunkt. So, wir können jetzt aus diesen Sachen zum Beispiel einen Turm machen. Wir können hingehen und sagen, okay, ich drücke Alt, dupliziere mir das. Also wenn ihr Alt drückt auf einem Objekt und es wegzieht, dupliziert ihr das. So könnte ich mir einen Turm bauen. Es ist ja auch nur fürs Blockout, so, um grob auszumachen, wo kommt was hin. Dann ziehe ich mir den hier drauf. Ja. Naja, noch nicht so ganz getroffen. Von oben vielleicht leichter. So. Der ist jetzt ein bisschen klein, mein Dach. Können wir hingehen, hier auf Scale, entweder halt einzeln scalen. Oder wir können auf R drücken und halt alles scalen oder nur in eine Richtung scalen. Vielleicht mal nach oben. Dann müssen wir ihn natürlich wieder bewegen, dass er passt. So, tada, haben wir ein 0850 Türmchen, damit wir wissen, aha, da soll irgendwo ein Turm stehen. Den können wir dann später in Maya, Blender etc. machen. Aber so haben wir fürs Blockout schon mal, okay, ungefähr da soll irgendwas stehen. Dafür macht man Blockout, um einfach zu gucken, was brauche ich, was soll wie hin, wie grob muss es ungefähr sein. Man hat auch eigentlich relativ genaue Angaben, trotz dass halt unsere Brushes fehlen, weil so ein Würfel ist halt einmal ein Meter. Wenn wir natürlich hier die Skalierung verändern, müssen wir das natürlich draufrechnen.
Aber das ist dann ja multiplizieren, zur Not mit einem Taschenrechner, mein Gott, was soll's. Natürlich gibt es halt vieles mehr. Allein fürs Licht gibt es ja schon mehrere Varianten. Die haben wir zum Beispiel Point Line, das halt einfach von einem Punkt aus in alle Richtungen leuchtet. Im Gegensatz zum Spotlight, das halt einen abgegrenzten Bereich anleuchtet. Man sieht es ja auch schön angezeichnet. Das hier wird beleuchtet oder soll beleuchtet werden. Heller, dunkler. Wundert euch nicht, ihr könnt zwar viel mit Hin- und Herschieberei machen, aber manchmal reicht der Wert hier nicht. Geht einfach hin und sagt, okay, vielleicht nicht so viel. Ich tippe hier einfach was ein. Und das wird auch übernommen. Also der Maximalwert hier nicht reicht, einfach eine Zahl eintippen, dann funktioniert das auch. Ist meistens immer nur ein gut gemeinter Vorschlag, aber manchmal reicht dafür die Szene halt nicht aus. Je nachdem, was man halt auch tun will, braucht man eventuell andere Werte. Machen wir mal das auch mal blau, so sehen, wo es ist. Quatsch. Ne, wo willst du denn hin? Ich will den grünen Hebel haben. Dankeschön. Leuchtet den Turm an. Blau ist okay. Und bei dem können wir sagen, okay, hier den Cone, den will ich ändern. Oder ich will hier einen inneren Cone sagen. Hier ist die Lichtstärke normal und dann fächert der halt bis dahin aus. So Spielereien sind halt hier alle unter den Details zu finden. Wir haben unter Create natürlich viel, viel mehr. Wir können Kameras erstellen, verschiedene Visual Effects, verschiedene Wolken und so weiter. Aber darüber werden wir uns ein bisschen später unterhalten, weil das ist doch alles ein bisschen komplizierter. Wie ich ziehe was rein und das ist da. Da muss man ein paar Sachen beachten. Aber an und für sich findet ihr alles, was ihr braucht hier. Was ich auch eine coole Sache finde, ist dieses Recent Plays, also letztens genutzt. Zeigt immer die letzten Sachen an, die man halt gemacht hat. Ganz praktisch. Wir haben natürlich auch ein bisschen mehr als nur diese Basic Shape. Auch wenn wir noch nichts in die Engine geladen haben, das machen wir dann im nächsten Tutorial, haben wir von Unreal halt schon mal ein paar Sachen dazu gekriegt. Zu einem den Starter-Content, den wir natürlich sinnvollerweise angeklickt haben. Da haben wir ein bisschen Architektur, hier haben wir ein paar Wände, die können wir reinziehen. Sagt auch alles über Drag and Drop einfach rein. Haben ein paar Blueprints, hier sind ein paar Leuchten, die können wir in die Wand packen. Ne? Achso, die Jacke in der Wand. Okay. Man sollte sie richtig drehen. So. Haben wir schon eine Leuchte. Ach ja, ganz vergessen. Ihr habt ja hier eben so Zahlen gesehen, die springen bei mir. Das könnt ihr oben einstellen. Die Hame, dieses Zeichen steht halt für die Bewegung, für dieses B. Für ich bewege irgendwas. Das springt momentan bei mir auf 10er-Schritten. Man kann auch sagen, okay, ich will 100er-Schritte haben. Dann springt halt jede hunderte Einheit vorwärts. Wir sagen, okay, ich will es gar nicht haben, wenn man halt genauere Platzierungen machen möchte. Man könnte die natürlich auch hier drüber bewegen, sagen, okay, ich möchte die auf Lokationen so und so viel haben. Soll vielleicht eine andere Zahl eingeben, dann macht das mehr Sinn. Zack, geht auch. Da müssen wir halt wissen, wo was ist. Macht es leichter, wenn man halt irgendwas in der gleichen Höhe haben möchte. Gleiche funktioniert natürlich auch mit diesem Zeichen, das ist für unsere Rotation. Sagt, momentan sind es 10er Winkel. Meistens mit 90 oder 95. Ja. Okay, 90 Grad bei einem Würfel macht wenig Sinn. Der ist immer auf allen Seiten gleich. Mal 45. Sagt er, okay. Der springt dann immer auf diese Position. Und natürlich haben wir das auch für die Skalierung. Machen wir die 10er, fällt am meisten auf. Und da steht dann auf die 10-fache Größe. Die Skalierung finde ich für sowas eigentlich am schwierigsten einzustellen. Nehmen wir meistens die niedrigste Stufe. So. Ja. Wollen wir mal weitermachen. Hier haben wir ein paar Materialien, die sind schon da. Die können wir einfach auch Drag and Drop draufziehen. Bei Materialien werden wir uns auch demnächst unterhalten. Ich werde euch erst noch zeigen, wie ihr eure eigenen Assets reinkriegt, was ihr da beachten solltet. Und dann reden wir über Materialien, wie man so simple Materialien aufbaut. Und in den weiteren Tutorials werden wir auch nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen über komplexere. Und wir haben auch natürlich ein paar Props. Hier haben wir so einen Stuhl, können wir reinstellen. Oder eine Bank. Drehen wir die nochmal zu uns. So. Ja, ihr könnt da schon ein bisschen was mitmachen. Ihr könnt da schon ein bisschen was im Ansatz. Es sind einige Sachen da, ja, so ein schöner Stein. Ich mag den Stein irgendwie. Ja, der sieht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mag ich den Stein. Der hat irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwie mag ich ihn. Kann auch sein, dass wir den halt gerne als Übungsobjekt benutzt haben für Materialien.
Und wir haben auch über den Stardacon ein paar unique Shapes hier, so eine Kapsel. Oder dieses komische Ding, wo ich auch nicht wirklich weiß, was man anstellen soll. Vielleicht eine Bordkante oder so, aber dem einen oder anderen fällt da bestimmt was ein oder wird das unbedingt brauchen. So, das sind jetzt so paar Sachen, die ans Unreal Engine einfach gibt. Dafür, dass man halt Unreal benutzt und halt den Starter-Content angewählt haben. Wir haben aber noch eine andere Möglichkeit. Unreal arbeitet zusammen mit Megascans. Das Schöne ist, in der Unreal Engine 5 ist das direkt miteinander verbunden. Wir müssen kein Plugin mehr installieren. Die Bridge ist direkt in der Engine quasi drinne. Muss nichts mehr extra installieren und gucken, wo ist der Datenpfad und so weiter. Das war bei der 4 ein bisschen schwierig. Hat man da irgendwas nicht richtig installiert, dann hat das nicht funktioniert. Ist hier wesentlich einfacher. Wir gehen hier auf Content. Dann haben wir hier, einmal ist der Marktplatz direkt verlinkt. Der hat aber leider noch nicht wirklich was für die Unreal Engine 5 da. Und wir haben hier die Bridge. Die brauchen wir. So, und schon haben wir unsere Bridge offen. Wir müssten uns noch anmelden. Ja. Jetzt mache ich mal kurz, dann sehen wir uns wieder. Jetzt haben wir uns erfolgreich angemeldet. Jetzt können wir uns was aussuchen. Ich dachte, wir wollten uns ja den tollen Stein hier nehmen. Wir können uns hier einfach mal anschauen. Ich mache es einfach mal größer. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Dann haben wir hier einmal Informationen zu diesem Objekt. Auch Projekte, wo es halt schon mit drin ist. Wir können uns die Qualität aussuchen. Ich bleibe jetzt erstmal bei Medium. Dann werden wir downloaden. Wir müssen kurz warten. So, er ist gedownloadet. Wir können ihn noch herzen, wenn wir ihn ganz besonders mögen. Dann haben wir halt unsere Favoriten. Da sind sie hin. Und dann natürlich Add. Dann steht hier schon Successful Explored, also erfolgreich übernommen. Und schon haben wir unsere Megascans, einen extra Ordner bekommen, dann extra für 3D-Assets ein und hier haben wir unseren tollen, ja, Canyon-Teil. Und den platzieren wir jetzt mal, ja, wir räumen mal ein bisschen auf, der ist ja ein bisschen größer. Na, sagen wir mal, ich räume jetzt einfach mal, naja, den Boden vielleicht nicht. Ich räume jetzt einfach mal hier die Sachen weg. Und dann ziehe ich unseren Canyon hier rein. Ui, der ist schon gut groß. Dann haben wir hier so ein wunderschönes Stück Felsen. Achso, ich habe ja 100er Skalierung. Machen wir mal 10er. So. Der sitzt doch gerade auf. Wer so. Ja, der guckt ein bisschen drüber. Egal. Und schon haben wir hier so ein wunderschönes Stück Felsen. Das hat uns nichts gekostet, den dürfen wir nutzen. Die dürfen auch in Spielen genutzt werden, die veröffentlicht. Ihr müsst halt angeben, ihr habt einige Assets über Quixelmixer, das muss in den Credits stehen. Ansonsten könnt ihr nach Herzenslust verschiedene Sachen da drunter laden und nutzen. Das finde ich eine super Sache. Und zumal man kein extra Plugin braucht, was man ständig updaten muss, was man halt auf einem gewissen Wege installieren muss, dass man auf einem gewissen Pfad abspeichern muss. Und wenn der da mal irgendwas nicht funktioniert, dann geht alles nicht. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So ist es doch schon viel angenehmer, direkt halt über die Engine alles laufen zu lassen. Ist eine wunderbare Sache. Und Quixelmix hat jede Menge Assets, von Steinen bis hin zu Stühlen, Möbeln, halbe Wände. Pflanzen haben sie auch neuerdings, glaube ich. Eine wunderbare Sache. Da kann man ratzfatz sich selbst was zusammenschustern, was halt echt super aussieht. Auch die Sachen kann man natürlich manipulieren. Wir können sie halt drehen, wir können sie kleiner machen und größer machen. Für den NTK-Mehrmals, ich habe euch gezeigt, wie kriegt ihr verschiedene Assets bei euch in die Szene. Welche Sachen könnt ihr nutzen, die uns Unreal direkt gibt? Wie kommt ihr an die Megascan-Dinger ran? Ja, und das ist für den Anfang nochmal eine schöne Sache. Im nächsten Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr eure eigenen Assets in die Szene bringt, worauf man ein bisschen achten sollte beim Export, beim Import. Aber das werden wir im nächsten Tutorial dann machen. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Tschüss!